Haben wir eigentlich schon alle chemischen Elemente entdeckt? Hallo Leute, die Idee, dass alles, was es gibt aus Grundstoffen, den Elementen aufgebaut ist, ist absolut nicht neu. Erste Überlegungen in diese Richtung reichen zurück bis ins antike Griechenland. Damals ging man allerdings noch davon aus, dass alles Sein aus vier Elementen besteht: Feuer, Wasser, Luft und Erde. Diese Vorstellung blieb lange verbreitet, auch in der Alchemie des Mittelalters. Heute wissen wir aber, dass das chemisch betrachtet so nicht stimmt. Die Idee, dass es basale Elemente gibt, ist natürlich weiterhin aktuell. Allerdings bezeichnen wir heute ganz andere Stoffe als Elemente, zum Beispiel Wasserstoff, Sauerstoff und Gold. Dass Gold ein chemisches Element ist, erklärt übrigens auch, warum es den Alchemisten nie gelungen ist, Gold herzustellen. Darüber hinaus kennen wir heute sehr, sehr viel mehr als nur vier Elemente. Um genau zu sein, sind es aktuell 118. Da drängt sich natürlich die Frage auf: Haben wir eigentlich schon alle Elemente gefunden? Oder gibt es vielleicht noch irgendwelche mysteriösen Stoffe, die wir noch nicht kennen? Eventuell sogar Kryptonium, das Element, aus dem Kryptonit bestehen soll, Supermans einzige große Schwachstelle? Tatsächlich finden wir immer noch sehr viele neue Elemente. Allerdings kommen diese wahrscheinlich nicht in der Natur vor, sondern können lediglich künstlich hergestellt werden. Aber wie genau funktioniert das eigentlich? Einer, der es wissen muss, ist Sigurd Hofmann. Mit seinem Team am GSI in Darmstadt ist er schon seit Jahrzehnten erfolgreich auf der Suche nach neuen Elementen. Ja, wir haben bei der GSI insgesamt 6 neue Elemente entdeckt und zwar in 2 Schritten. Ziemlich am Anfang unserer Experimentierzeit waren das die Elemente von 107 bis 109. Nach 10 Jahren Entwicklungszeit konnten wir dann weitere 3 Elemente finden, 110, 111 und 112. Und die wurden getauft auf die Namen Darmstadtium, Röntgenium und Kopernitium. Um zu verstehen, wie neue Elemente entstehen, muss man sich zunächst den Aufbau von Atomen anschauen. Ein Atom besteht aus Neutronen und positiv geladenen Protonen im Kern und aus negativ geladenen Elektronen in der Hülle. Je mehr Protonen und Neutronen sich im Atomkern befinden, desto schwerer ist ein Element. Die Anzahl der Protonen bestimmt dabei, um welches Element es sich handelt. Je mehr Protonen im Kern, umso stärker stoßen sie sich gegenseitig ab. Irgendwann sind die abstoßenden Kräfte so stark, dass sich keine neuen Protonen mehr anlagern können. Dann geht es nur noch mit Gewalt. Um ein neues Element zu erzeugen, schießt man deshalb ein Element mit einem Teilchenbeschleuniger auf ein anderes mit 30.000 Kilometern pro Sekunde. Dazu werden Atomkerne eines leichten Elements aus einem 120 Meter langen Linearbeschleuniger auf eine Folie aus einem schweren Element geschossen. Der Strahl kommt von rechts und trifft an dieser Stelle auf das Target. Das Target ist eine dünne Folie und da die Strahlintensität sehr hoch ist, 10 Billionen Teilchen pro Sekunde, würde ein stehendes Target sofort schmelzen. Deswegen haben wir ein solches Rad gebaut und das rotiert mit etwa 1000 Umdrehungen pro Sekunde durch den Strahl durch, sodass die Hitze gleichmäßig verteilt wird. Und an dieser Stelle, also noch im Target selbst, eine dünne Folie von nur 1 Mikrometer Dicke, entsteht das neue Element und fliegt dann aus dieser Folie heraus in Richtung Separator. Und nach dem Separator untersuchen wir dann den radioaktiven Zerfall dieser entstandenen Teilchen in empfindlichen Detektoren. Um das noch einmal zusammenzufassen: Im Beschleuniger werden Atomkerne mit extrem hoher Geschwindigkeit auf andere Atomkerne geschossen. Bei dieser Kollision entsteht das neue Element. Weil dieses langsamer weiterfliegt als die übrigen Atomkerne im Beschleuniger, kann es mit einem Separator herausgefiltert werden, um anschließend im Detektor untersucht zu werden. Also an dieser Stelle sind wir im Detektorbereich des Geschwindigkeitsfilters. Die Teilchen kommen aus dem Geschwindigkeitsfilter raus und werden hier mit Siliziumdetektoren genauer untersucht. Ja, die Siliziumdetektoren, die liefern uns winzige elektrische Signale. Die werden in Vorverstärkern, die wir hier unter der Folie sehen, verstärkt. Und die Ausgangssignale gehen dann in eine komplizierte Elektronik in einer Messstation und dann von einem Analyseprogramm ausgewertet. Auf diese Art konnten Hofmann und sein Team schon 6 neue Elemente entdecken. Eines davon haben sie nach dem Standort von GSI Darmstadtium genannt. Alle bisher entdeckten Elemente sind instabil und zerfallen sehr schnell. Trotzdem haben Forscher errechnet, dass es in dem Meer der Instabilität eine Insel der Stabilität geben muss. Manchen Modellen zufolge könnte sie bei Kernen mit 120 oder 126 Protonen liegen. Dort treten besondere physikalische Effekte auf, die die Elemente in diesem Bereich wieder stabilisieren. Es ist also sehr wohl möglich, noch weitere Elemente zu entdecken.
Und wer weiß, vielleicht finden wir tatsächlich irgendwann einmal Kryptonium. Vielleicht ist es sogar stabil. Es soll angeblich die Ordnungszahl 126 haben. Aber wie sind eigentlich die ganzen natürlichen Elemente entstanden, aus denen die Erde und wir Menschen bestehen? Das erfahrt ihr im unten verlinkten Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut.